Frieden zuerst. Diese Botschaft wollen sie vom Moselufer in die Welt senden. Dass Deutschland an den UN-Verhandlungen morgen nicht teilnimmt, ist für sie hier beschämend. Sie setzen große Hoffnungen in die Konferenz. Es sind 123 Staaten, die sich gegen die Atomwaffenstaaten, die nicht abrüsten wollen, auflehnen. Und wir hoffen, dass sich dadurch langfristig international etwas auf die Abschaffung aller Atomwaffen bewegt. Hier im Fliegerhorst Büchel in der Eifel sollen noch immer mutmaßlich 20 amerikanische Atomsprengköpfe lagern, auch wenn das offiziell nicht bestätigt ist. Deshalb protestieren seit Jahrzehnten Friedensaktivisten hier. In den 80er Jahren kamen mehr als 150.000 nach Rheinland-Pfalz. Der Protest nahm zwar über die Jahre ab, die Atomwaffen aber, sie blieben. In der Bevölkerung ist das, glaube ich, nicht bekannt, dass überhaupt noch auf deutschem Boden Atomwaffen sind. Und das kann man über solche Veranstaltungen wie heute nur ins Leben wieder reinrufen. Weil die Atomwaffen weltvernichtend sind, menschenvernichtend, naturvernichtend, alles. Die machen uns alle kaputt. Dieses Jahr sind Wahlen und wenn wir dieses Jahr nicht Druck machen und auf die Straße gehen, wann sollen wir dann auf die Straße gehen? Am Nachmittag ziehen die Friedensaktivisten vor den Fliegerhorst nach Büchel. Dort wollen sie in den nächsten Wochen demonstrieren.